Chanobin, willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Showcase Video. Es ist ewig her, darüber müssen wir nicht reden. Ja, sobald irgendwas mit Vegito Blue bezogen kommt, könnt ihr halt euch sicher sein, dass von mir auch was Videotechnisches kommt. LR Vegito Summons. Und heute kam das, wenn ich das rechtzeitig hochlade, noch heute, Extreme Sea Awakening vom physischen Vegito Blue, der schon eine ganz schöne Ecke alt ist. Und was soll ich euch sagen? Es war nice, es war... sehr, also das Event an sich ging mir mies auf den Sack. Ich habe sehr lange dafür gebraucht, weil mein Future Saga Team nicht das Beste ist. Aber an sich, das Extreme Sea Awakening, was Vegito hier bekommen hat, das ist einfach unglaublich gut. Wir haben fast 20.000 Attack Stat, 18.000 HP und 10.000 Defense. Der Leader Skill wurde auf Superclass Key plus 4, HP Attack Defense plus 80% geupgradet, was fucking gut ist. Aber nicht so, dass man es nutzen würde, aber das juckt ja nicht groß. Die Ulti macht immensen Damage und greatly raised eure Attack und Defense für einen Turn. Das ist fucking amazing. Und die Passive, sie klingt nicht... sie klingt nicht gut, das verstehe ich jetzt schon auf den ersten Blick, aber... Lass euch erstmal das Video auf euch wirken, so, also... Attack und Defense plus 40% at start of turn, Great Chains of launching up 2 additional attacks, kennen wir schon. Each Witch has a medium chance to becoming super attack, ja, dasselbe wie das alte. Und Damage received from normal attacks minus 40% und countered with tremendous power. Also wir haben Attack und Defense plus 40%, dann weiterhin diese Chance, dass wir Additionals und Ultis machen können. Und der Konter ist natürlich auch noch vorhanden. Das Ganze also im Zusammenspiel mit den neuen Rainbow Stats, den neuen Stats, die wir haben. Und der Tatsache, dass er bei mir Rainbow ist, wird gleich eine ordentliche Menge Durchschlagskraft haben. Aber das seht ihr gleich innerhalb von 2 Sekunden, wenn wir aufs Showcase rüber wechseln. Ich habe das Awakening euch einfach mal gespart und euch nur gezeigt, was er kann und... jetzt werden wir das Ganze auch noch kurz mal im Boss Rush testen. Heute möchte ich wirklich nur ein kleines, aber feines Showcase zum Vegito bringen. Die Tage vielleicht noch ein bisschen was genaueres. Und wir starten auch gegen das Buu-Event rein. Sprich, wir haben genug Zeit, um uns auch wirklich mal auszuprobieren, dass wir die perfekte Rotation etc. alles hinbekommen. Der Damage bei Buu, wir werden dann nochmal cutten zu einem Gegner, wo er ein bisschen Damage macht, aber wird natürlich nicht so bombastisch sein. Aber das dürftet ihr eigentlich verstehen. Und wir haben direkt eine nette Rotation, muss ich sagen, weil wir haben einen Supporter am Start und ihn gelinkt mit dem physischen Vegito. Okay. Wir haben nicht den Greatly Attack Race leider mitnehmen können, da er bis jetzt noch nicht einmal angegriffen hat, logischerweise, aber lass uns doch mal sehen, was er so Schönes drauf hat. Achso, okay, als erstes kriegen wir natürlich erstmal direkt eine Ulti ab, nette Sache. Ja. So ein Sack, 109.000. Aber jetzt dürfen wir die Konter bestaunen. Gucken wir das Handy mal hier hoch. 291.000 pro Konter an sich, macht natürlich beim... holy shit, als ob wir schon über 2 Millionen sind. Macht natürlich jetzt beim Buhan nicht allzu viel Welle an der Stelle. Aber, ihr seht schon, was ich meine. Wir sind schon bei der zweiten Ulti. Bei der dritten Ulti. Holy shit. Jeweils 2 Millionen. Dann noch die Konter dazu. Attack und Defense. Da sind wir gerade bei 700.000 Konter auch noch. Wir sind jetzt... oh mein Gott, diese Unit ist so... ich liebe es einfach. Ich liebe wirklich, was mit Vegito gemacht wurde. Aber... da das mit Buhan wirklich eine mehr oder weniger dumme Idee ist und ich eigentlich nur eine schöne Rotation zum Beispiel nehmen wollte und wir direkt aber mit so einer schön reingestartet sind, werden wir jetzt nochmal kurz wechseln auf ein Event, wo er auch ein bisschen was ausrichten kann. Ja. Bis gleich. Und damit sind wir jetzt auch bei einem etwas besseren Event, um das Ganze zu zeigen, wieder zurück. Das Future Gohan Event im Boss Rush natürlich und Vegito Blue natürlich wieder in der ersten Rotation. Das ist nicht nur so, weil ich neu gestartet habe, weil das vorhin nicht war. Nein, nein, nein. Und mal sehen, mit dem physischen hat er tatsächlich einen besseren Link. Wir lassen dich natürlich an erster Stelle, damit du einen schönen Konter raushauen kannst. Und lass uns jetzt auch mal überzeugen davon, wie viel Damage du denn auf einen Gegner machst, der nicht maßlos überpowered ist, ausgrund der Tatsache, dass dein Event dafür bestimmt ist. Und warum ultet ihr denn alle direkt am Anfang? Habt ihr Angst so sehr, dass Vegito euch zerstören könnte mit dem ersten Konter? 1-6 mit der ersten Ulti. Holy shit. Oh, und es reicht schon fast komplett aus. Und die Additional reicht dann. Okay, zwei Attacken, um ihn hier zu clearen. Vielleicht blende ich jetzt auch hier kurz einen kleinen Clip ein, nebenbei im Hintergrund, wo ich den Dude auf dem INT Goku Event getestet habe. Das habe ich auf Twitter hochgeladen, folgt mir, Link in der Beschreibung. Und holy shit, ich war halt wirklich so, ich meine, es ist nicht das schwerste Event, keinesfalls, und ich hatte Typenvorteil, aber ich war schon ein bisschen stolz. Ich war sehr begeistert von der Unit tatsächlich, muss ich sagen, und ihr werdet auch sehen, warum natürlich an der Stelle. Es war wunderschön anzusehen und... ja, aber das ist gerade irrelevant. Komm, ich hau euch beide zusammen in die Rotation. Ich spiele das so selten so. Wir möchten ja jetzt sehen, was er gerade aktuell hier schafft. Und, wenn ich mich nicht irre, sollte, wenn das hier online kommt... ja, schon. Ich glaube nicht, dass ich schneller bin. Das gute Video vom guten Reonu auch schon online sein. Der hat natürlich sein Vegito Blue auch schon vor mir awaked und das Video aufgenommen.
Der ist nämlich sehr, sehr fix, also checkt auch gerne auch das mal ab. Ist bestimmt in der Beschreibung verlinkt. Der showcase das auch und auf das, Deutsch. Und das auf eine ziemlich nette Art und Weise. Das ist meine Ulti. Gut, ich hab gerade überlegt, was passiert. Hab mich schon geguckt. So, aber... Ach, ich wollte gerade sagen, den Turn überlebt er noch, aber ganz hinten ist ja noch der LR Vegeto. Ich hätte so brutal Bock, wirklich den physisch Vegito Blue zusammen mit dem Kaioken Goku zu spielen, aber ich möchte nicht das Realm of Gods Team benutzen, weil der Boost mir dazu niedrig ist. 150% beim Ultra Instinct. Und ich besitze kein Kamehameha Team, wie einige von euch wissen. Ein Moment, das Licht hittet und ist nicht an. Also, ich habe überlegt, ob ich das cutten soll, aber es hat halt wirklich 2 Sekunden gedauert, also... Warum? Bis vor 2 Sekunden warst du übrigens auch noch, also vor der Aufnahme, übelst hell draußen, sprich, ich hatte naturelle Beleuchtung, die wunderschön war, aber... Oh, fast das Kabel komplett zerstört, aber ja, warum auch. Okay, jetzt haben wir den Great Erase Boost, den Super Link mit dem Vegeto und den Support von der Alten hier. Ich bin sehr gespannt. Schön nochmal Open Innovation eingeholt. Zack, zack. Wir können ja schon wieder mal wetten, ob die erste Attacke eine Ulti sein wird, weil die Gegner Angst haben vor Vegeto. Tatsächlich nicht. Okay, 270.000er 600.000er durch Critic-Counter-Attack. 2 Millionen mit der Ulti an sich schon, es ist unnormal. Zack, die zweite hinterher, nochmal über 2 Millionen. Mehr 4 Millionen Damage gewesen. Nochmal eine 500.000er Additional Attack. Und selbst wenn das alles halt nicht ausreicht, um euren Gegner maßlos in die Knie zu zwingen, wartet ihr einfach auf eine Normal Attack und haut nochmal einen 500er Counter raus. Ich liebe dieses EZA wirklich, wirklich sehr. Holy shit, ich will ihn in so vielen Teams spielen, aber ich besitze leider nicht so viele, wo ich ihn spielen kann und spielen möchte. Moment, das macht keinen Sinn. Ich möchte ihn... Ah, verdammt! So, letzte Phase. Ach, wie ist das denn passiert? Du bist doch gerade erst noch in deiner vorletzten Phase gewesen. Zack, zack. Ich verstehe natürlich, dass einige sagen, dass sie ein bisschen... Okay, tue ich nicht, aber ich möchte den Punkt ansprechen. Es gibt einige, die sagen, dass sie ein bisschen underwhelmed sind vom Vegeto. Bisschen enttäuscht, würde ich sogar schon sagen. Aber ganz ehrlich, Attack und Defense plus 40% wirkt wie nix. Aber berechnet bitte mit ein, dass er halt einen Greatly Boost kriegt auf der Ulti. Was bei der Tatsache, dass er halt sehr gut auf Additionals kommt, dann sich auch auf den Turn direkt auswirkt. Und denkt daran, dass er auch noch eine Damage Reduction hat und verdammte Konter hat. Das ist, ich würde ja fast schon lächerlich stark sagen. Es ist lächerlich stark. Ist es das beste EZA, was es gibt? Ich meine, Kaioken Gokus ist auch ziemlich, ziemlich gut, aber einfach aufgrund der simplen Tatsache, dass seine Unit in der Classic-Version schon Konter eingebaut hatte, ist er ihm halt maßlos überlegen. Bin mal gespannt, was du eigentlich für eine Defense hast. 51.000er Defense, bedenkt aber dabei noch, dass er eine 40%ige Damage Reduction hat, sprich, es wird wild. War das 40%? Es ist 40% gewesen. Ihr habt ja gesehen, so viel Damage macht jetzt auch eine Ulti nicht, da greift die Damage Reduction nicht, weil es keine normale Attack ist, aber trotzdem kommt man ganz gut durch, würde ich sagen. So, wieder an erster Stelle du darfst kontern. Ich habe 9 Lieblingsphysisch Vegeto, tut mir leid, Super Vegeto. Und boy. Hier geht's los. Ah, lol. Ich habe ihm Dodge gegeben, das habe ich mega vergessen. Das werde ich rückgängig machen, weil ich ihn eh nicht geused habe damals mehr so doll. Und ach. Oh, das Licht ist wieder da. Schön. 1-6. Schöne Sache. Der hat natürlich auch ein bisschen, wie ihr sehen könnt, was an Defense zu bieten, der junge Herr hier. Sprich, wenn wir nicht mit Ultis oder Crits auffahren, haben wir nicht allzu viel Chancen. Aber der Vegeto lässt sich nicht lumpen und haut noch eine Additional Ulti raus. Und vielleicht ein Critical Counter. Jawollo, und es reicht sogar, um den Gohan zu finishen. Ah, wie ich diese Unit liebe. Ich werde auf jeden Fall daran arbeiten, dass er Dodge hat. Ich gebe nämlich Units, von denen ich meine, dass sie im mittleren Bereich sind, gerne mal den Dodge. Einfach aus witzigen Gründen, weil ich sie eh nicht so oft benutzt habe. Aber da er jetzt sein EZA bekommen hat und viel, viel zu stark ist dafür, dass er Dodge besitzen sollte, da er ist auch defense-technisch viel besser gestellt, werde ich eins meiner Dupes, was ich noch extra rumliegen habe, weil ich mich beschwert habe, aber inzwischen denke ich mir jetzt geil, dafür nutzen, um das Geschehene rückgängig zu machen und ihm doch Full Crit zu geben, wahrscheinlich in dem Aspekt. In dem Punkt, wo ich ihm Dodge gegeben habe. Ja, das denke ich, werde ich tun, so in dem Ding. Wir werden jetzt mal kurz in dieser Runde testen, was der gute Herr so mit dem Goku anstellt, und dann war es das auch schon mit dem Showcase. Wie gesagt, nur kurz mal ein bisschen da im Event hier im Event zeigen. Im Endeffekt dürftet ihr euch eigentlich ein Bild davon gemacht haben inzwischen. Es sind um die 2 Millionen Attack-Stat. Also es sind 1,6, 1,5 Millionen, schon mal ganz gut. Und wenn da halt noch eine Ulti folgt hinterher, was sehr oft der Fall ist und sehr wahrscheinlich ist, ist die dann aufgrund der Great Erase-Mechanik einfach über 2 Millionen. Und
Die Konter ist, kommt auf sehr viel Damage pro Turn. Oh, einen Typen Nachteil können wir jetzt auch mal sehen. 51.000er Defense. Was hast du da so raus, Bro? Zack, zack. Ein Doka-Mode wäre natürlich super lecker mit dem Typen, aber das sehen wir uns dann im nächsten Mal ein bisschen genauer an. Gar kein Damage. Und Critical Counter und direkt erstmal zwei Leisten weggehauen. Wie gesagt, ja, hier die 1,5 Millionen. Und wir sind noch gar nicht auf die 2 Millionen gesteigert, weil er einfach kurzen Prozess macht mit dem Kid Goku. Wie vorhin. In solchen Situationen könnte das ziemlich cool werden. Nicht darauf achten, dass ich vielleicht keinen von denen kille, damit ich Vegeto in der nächsten Runde die ganzen tot kontern lassen kann. Wäre doch schon eine witzige Sache, wenn ihr mich fragt. Okay, zack. Zack. Ja, Vegeto kommt eh mal auf seine Ulti, also. Kriegt der Keyboost dazu? Ich glaube, er kriegt keinen Keyboost durch die Passive. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas überlese, einfach weil ich sie mir nur schnell durchlese und. Ja, das, was hängen geblieben ist, ist Attack Defense plus 40%. Man sieht ja halt das Ergebnis. Aber nein, ich denke, er kriegt keinen. Aber er hat ein sehr schönes Linkset, was vor allem mit dem Kaioken sehr gut funktioniert. Also dürfte er nie Probleme haben, auf Key zu kommen. Vor allem nicht in einem Portal. Läuft gut. Vor allem nicht in einem Portada-Team. So viel zu meinem Plan, dass ich die meisten davon am Leben lasse. Okay, einer ist nur gestorben, immerhin. Damit das hier... Oh ja, ja, das ist jetzt geil. Ich habe den Support in der Runde. Ich dürfte das Great Erase von der letzten Runde haben. Und ich habe sehr viele Attacken am Anfang, die ich kontern darf. Das ist genau das, was ich mir eigentlich gewünscht hatte. Dann kriegst du die alle. Dann kriegst du das hier. And you get that. Mal sehen, ob er überhaupt zum... Ja doch, er kommt zum Ulten, weil nur eine Attacke vorher ist. Ich wollte gerade sagen. Not bad. 2 Millionen direkt mit der ersten Attacke. Schönes Ding. Wenn ich jetzt nochmal meine Attack raise, ist die nächste dann stärker? Shit. Ah, verdammt, ich habe gedacht, da kommt vielleicht noch eine. Aber sehr solides Ding. Zwei Dudes auf einmal ausgeschaltet, ganz alleine. Und den letzten dürfte Vegeto schaffen. Ihr merkt schon, ich bin sehr am Fanboyen für diesen Vegeto Blue. Einfach nur, weil es mich jedes Mal erfreut, wenn eine Vegeto-Karte rauskommt, die sehr, sehr stark ist. Und vor allem bei EZAs. EZAs. Von alten Karten gibt es immer die Chance, ich werde, ihr habt das mitbekommen, das A-Team oder das B-Team könnte diese Karte designen. Sprich, entweder haben wir sehr viel Glück und kriegen eine Karte wie Super Saiyan Blue Kaioken Goku, die ein Update bekommen hat, dass er über 2 Millionen macht mit seinen Attacken und auch noch weit drüber. Durch und durch gut gemacht beim EZA von Goku. Er hat so und so lange halt einen sehr hohen Attack-Stat, dann einmal nochmal einen höheren und danach schwächt er ein bisschen ab, aber ist absolut perfekt gebalanced. Dann haben wir EZAs wie das vom AGL Super Vegeto, was mir sehr, sehr weh getan hat, weil ich meine... Wow, ihr habt ihm die Mechanik gegeben, Superattacken vorauszusehen, wenn man unter wie viel? 40% seines Lebens droppt? Ach, Gott sei Dank passiert das ja fast täglich in dem Portada-Team, in dem man Vegeto fast ausschließlich so spielt, oder... Ja, das war halt so das perfekte Beispiel, wie eine Karte nicht EZA werden sollte. Ich meine, trotzdem hat er durch seinen Stat-Boost und etc. so ein bisschen was... Er ist natürlich gut, aber er ist halt nicht so gut wie der Vegeto Blue hier. Also er hat viel mehr Potenzial haben können und deswegen war sehr viel Panik auch in der Fanbase in den letzten Tagen, Wochen. Als Vegeto Blue angekündigt wurde, weil sich natürlich jeder Gedanken gemacht hat, ob das denn jetzt auch so schön wird, wie man es sich vorstellt. Der mehr? Okay. So rum. Wir kriegen sogar einen Doka-Mode hin, wenn ich das richtig sehe. Wir kriegen einen Doka-Mode hin zum Ende des Videos. Ich hab's euch doch versprochen, Leute. Ich halte mein Wort. Haha. Okay, jetzt nur nichts verkacken. Ich habe überlegt, ob ich ein Damage-Item einsetze, damit ich ein bisschen mehr mache, aber wir möchten das unverfälscht sehen und auch ohne Support sogar. Also das ist der rawste Doka-Mode, den ihr je sehen werdet und wir werden sehen, was er so bringt. 1-6, weil wir noch nicht den Attack-Race hatten. Schade, aber trotzdem gut. Und vielleicht ein Crit? Attack Roll. Ich mag es auch, dass er jetzt durch EZA halt diesen kleinen Effekt bei der Ulti hat. Und es war ein Crit über 2 Millionen. Saftig. Ach, so eine schöne Unit. Wirklich. Sehr geil. Gut, ich hoffe, ich konnte euch im heutigen kleinen Video verdeutlichen, warum ich einerseits ein riesen Vegeto-Fan bin. Es war sehr viel Fanboy, es tut mir leid dafür. Aber vor allem, warum der Vegeto, trotz der Meinung von mancher Menschen, die ich bis nicht verstehe, also eine verdammt, verdammt gut gewordene EZA-Unit ist, wirklich perfekt, perfekt gemacht. Er ist nicht zu OP geworden, um das komplette Spiel zu breaken, aber er ist auch nicht so Vegeto, super Vegeto-mäßig behandelt worden, dass man dann enttäuscht ist im Endeffekt. Es ist einfach... Er passt wieder perfekt in die Meta und ist tatsächlich stark genug, um eine Dokkan Festival Unit eine aktuelle zu sein, wenn nicht sogar ein bisschen stärker. Und das ist das Perfekte. Das sollte ein EZA sein. So und nicht anders. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Vegeto so seht und ob ihr euren schon Extreme Z Awaked habt. Falls ihr das nicht getan habt, solltet ihr es tun.
Und falls ihr keinen Vegeto habt, gibt es momentan das EZA-Banner, wo ihr euch dann wagen könnt, aber solltet ihr nicht. Und was eine viel bessere Methode ist, ihr könnt euch im Shop für rote Coins für 200, glaube ich, dürfte das sein, ein Vegito Blue holen. Und selbst wenn ihr auf einen anderen spart, wie zum Beispiel jetzt ein Elegorn oder Cell, spart weiter. Aber wenn ihr nichts groß habt, was euch interessiert, oder vielleicht so ein... Lass es Future Gohan sein. Holt euch lieber den Vegeto. Mit dem EZA ist er jetzt nämlich ein sehr, sehr hohes Tier aufgestiegen. Und ich bin glücklich darüber. Ansonsten schreibt mir doch gerne, wie euch das Video gefallen hat. Und lasst gerne ein Like oder ein Abo da, falls ihr neu seid auf diesem Kanal, beziehungsweise die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir sehen uns die Tage wieder, wenn ich das Summon-Video geschnitten habe, was schon seit über einer Woche auf meinem PC liegt. Ich habe nämlich eine LR-Banas gesammelt und das kann ich euch noch nicht zeigen, bis es fertig ist. Es wird wunderschön. Bis dahin, haut rein. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Tschernobyl und ciao.